Gastronomie ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Boden, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Schalelos. Gastrodon ist ein mittelgroßes, schwerfällig wirkendes und schneckenähnliches Pokémon. Es tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Beiden gemein ist der träge wirkende, sehr weiche Körper mit den kurzen Beinchen, mit dem es sich vorwiegend schwimmend fortbewegt. Sein Körper ist völlig knochenlos und vor langer Zeit hatten seine Vorfahren robuste Rückenpanzer, der sich mittlerweile zu einer dünnen, aber harten Platte zurückgebildet hat. Es ist umstritten, welche Einflüsse seine Form hervorrufen, doch es scheinen Faktoren wie sein Futter und sein Lebensraum seine Form zu beeinflussen. Gastrodon, die als westliche Meer bekannte Form haben, haben einen pink gefärbten Bauch und einen braunen Rücken, welche von einem gelben Streifen voneinander getrennt werden. Es trägt auf seinem Rücken vier pinke Flecken, sowie zwei braune Buckel. Es weist einen sehr langen Hals auf, an dessen Ende sein schmaler Kopf mit drei auffällig sitzenden Augen sitzt, von denen es eines mittig auf der Stirn liegt. Links und rechts im Kopf ist jeweils ein braunes Horn, darunter je ein brauner Stummel, die an Fühler erinnern. Die Shiny-Form der westlichen Gastrodon haben einen zwar noch pinken Bauch, allerdings ist dieser um einiges blasser. Außerdem ist der Rücken deutlich heller und sogar etwas grünlich geworden. Bei der östlichen Meerform ist der Bauch blau gefärbt. Es besitzt ebenfalls zwei gelbe Streifen, welche den Bauch vom Rücken trennen. Der Rücken erscheint in grüner Farbe. Darauf finden sich vier blaue Punkte sowie zwei gelbe Rückenkämme und ein gelber Streifen. Es hat außerdem jeweils links und rechts an seinem Kopf auch eine Art Horn. Und shiny östliche Gastrodon besitzen einen türkisen Bauch und ihr grüner Rücken ist etwas heller geworden. Nun setzt es vor allem weiterhin spezielle Attacken ein, wie beispielsweise Lehmbrühe oder Erdkräfte, aber auch Statusattacken wie Regentanz. Seine Fähigkeit, die es haben kann, ist der Klebekörper und verhindert den Item oder das Item-Diebstahl. Eine andere Fähigkeit, die es haben kann, ist der Sturmsog und absorbiert Wasserattacken und steigert damit auch den eigenen Spezialangriff. Und die versteckte Fähigkeit, die es haben kann, ist Sandgewalt. Dabei werden manche Attacken im Sandsturm besser gemacht bzw. verstärkt, vor allem wenn es Gesteinsboden- und Stahlattacken sind. Es kann sich zwar auch an Land fortbewegen, doch ist das Pokémon darauf angewiesen, seinen Körper stets feucht zu halten, weswegen es in der Nähe von seichten Gewässern und in Küstengebieten mit sanfter Brandung lebt. Es stößt zum Schutz eine klebrige, lilafarbene und bittere Flüssigkeit aus, wenn es unter Stress gerät, zudem kann sein weicher und biegsamer Körper die Wucht vieler Attacken abfangen. Trägt Gastrodon doch mal eine Verletzung davon, kommen seine starken Regenerationskräfte zum Einsatz. Selbst wenn ein Pokémon ein Stück von ihm abbeißt, wächst dieses in wenigen Stunden nach. Gastrodon ernährt sich von Plankton im Wasser und es ist bisher unklar, was es häufiger an Land treibt, wo es schleimige Spuren hinterlässt. Dabei ist es der zweite und damit der letzte Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 30 aus Schalelos und behält dabei seine westliche oder östliche Form bei, nimmt an Gewicht und Größe zu, verändert seine Farbgebung aber nur kaum. Und mit seinen Typen aus Wasser und Boden ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift-, Gesteins-, Stahl- und Feuerattacken, vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken, der Rest macht normalen Schaden. Es sei denn, es hat noch zusätzlich die Fähigkeit Sturmsog, dann wird es auch noch immun gegen Wasserattacken.